Oh mein Gott, ich habe es endlich wieder geschafft, den Pro-Controller anzuschließen. Also manchmal erkennt Bluetooth ihn halt und manchmal nicht. Ich glaube, das ist nicht so günstig, immer von der Switch zum PC zu wechseln, weil ich muss ihn bei der Switch praktisch abmelden, damit ihn der PC erkennt und ich muss ihn beim PC wieder abmelden, damit ihn dann wieder die Switch erkennt. Irgendwie können die ihn nicht gleichzeitig erkennen. Also der kann immer nur an einer Sache angemeldet sein. Das ist, ich glaube, das tut dem nicht so gut. Ich weiß es nicht. Aber jetzt hat er mal wieder der PC Lust gehabt, ihn zu erkennen. Was ich ganz interessant finde. Was für mich jetzt auch heißt, wir versuchen nochmal. Ich muss jetzt gut gucken, dass ich den richtigen State lade, übrigens. Da muss ich echt. Ach, wir sind ja mitten in diesem Level gerade, ne? Ah, das ist jetzt natürlich doof. Das jetzt natürlich ungünstig. Dann muss ich mal Folgendes machen. Ich muss mal. Ich gehe mal kurz auf die. Oh Gott, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Quatsch. Ich gehe mal kurz auf diesen State hier. So, den lade ich. So. Übrigens haben wir keinen Ton. Wo ist der Ton denn? Habe ich den noch ausgemacht? Ah ja, den habe ich noch aus von Slow-Mo, ne? Genau. Und Folgendes. Ich gehe jetzt in den Extra-Slot wieder. Ich gehe mal hier runter. Hier ist gut. Hier ist gut. So, zack. Und zack, jetzt habe ich hier genug gesichert. Ich möchte natürlich jetzt mit dem Pro-Controller nochmal die Sachen probieren, bei denen ich mich doch etwas tastaturtechnisch angestellt habe. Mal gucken, ob das besser läuft. Aber ich glaube es fast nicht. Also mal kurz, also zack. Das ist die Taste, das ist die, das ist die, das ist die. Das passt. Das ist jetzt wie auf dem echten. Also ich habe hier auch YBXA. Passt. Ist genau richtig. Gut, dann, LR. Habe ich hier noch Load und. Ups. Habe ich hier eigentlich noch Load und Save drauf? Vorsichtig drücken. Warum macht das jetzt das? Das ist interessant. Lass mich mal kurz was umstellen. Ach so. Das kann ich ja nicht für den Controller extra machen. Das müsste ich dann immer wieder. Okay, dann will ich will aktuell ja auch gar nicht rumsaven. Ich will ja gucken, dass ich es ohnehin kriege. Das heißt, das wird jetzt so ein kleiner Controller-Test-Part-Dings. Aber ich weiß halt nicht, ob das mit Controller so viel besser ist. Ich bin mir da sehr unschlüssig. Wir werden sehen. Ich werde es ein bisschen rumprobieren. Ah, das wollte ich nicht. Okay. Ich würde dann trotzdem gerne, damit wir nicht immer die Sequenz hier haben. Das will ich dann trotzdem gerne weghaben. Also Save mache ich hier hin. Load mache ich hier hin. Ich werde es verwechseln ein paar Mal, aber es macht nichts. Ach so, jetzt ist der aber gleichzeitig jetzt der Startknopf. Das ist ja Quatsch. Start sollte das da sein. So. Und ja, okay, jetzt, ja, das war gleichzeitig der Startknopf aus irgendwelchen Gründen. Okay, passt. Aber es ist trotzdem. Dieses Timing hinzukriegen, das ist schon eine Nummer. Uff. Ja, moin. Dann muss ich wieder hoch. Das müsste man halt. Ja, also, ne, ihr wisst, wie das ist. Ich spiele das im Prinzip, um euch den Hack zu zeigen, nicht um das perfekt durchzuspielen. Ah! Muss mich da gerade auch echt gut konzentrieren. Und dann nochmal fester drauf. Okay.
So. Zack, zack. So. Und dann so. Eieiei. Ah, jetzt haben wir den schon geschafft. Okay. Ach ja. Ach so. Nee, aber das spiele ich nochmal. Das spiele ich, also den Raum spiele ich dann nochmal, wenn wir richtig wieder. Dafür muss ich aber erstmal durch das Schloss wieder durchkommen. Da ist ja Luigi gerade drin im aktuellen Ablauf. Ja. Okay. So, schauen wir uns das nochmal an. Da war es jetzt genau andersrum, ne? B direkt nachdem man drauf gesprungen ist. Release B right after bouncing off an enemy. Also ich halte ihn und dann lasse ich los. Es ist halt irgendwie... Aber es heißt ja Release, nicht Press. Release B right after bouncing off an enemy. Ich hätte jetzt Pressing B too early. Aber ich press ja B von Anfang an. Aber wahrscheinlich ist dann... Ja. Oje. Ja, es ist echt trotzdem schwierig. Also es ist schon eine Nummer da, komplett durchzukommen, glaube ich. Weil wenn ich B gedrückt halte von Anfang an und dann erst loslasse, das ist ja, das haut ja auch nicht hin. Ja, so irgendwie. Es ist was, was man sich sicherlich mit der Zeit beibringen kann, wenn man das ordentlich trainieren möchte. Aber die Zeit habe ich nicht. Uff. Ja. Ich habe schon mal ein Video gesehen, wo einer das halt vorstellt, den Hack, und das einfach richtig gut macht. Der kommentiert das auch dazu, ja, hier, zack, Weak Web, bla bla bla, und das und Highbounce und so, zack und das und... Wie so ein Fachmann, ne? Aber das bin ich nicht. Wenn man das wirklich ordentlich hier trainieren möchte, dann ist das sicherlich was. Dann kann man das sicherlich recht gut werden. Aber wie gesagt. Ei. Bin schon sehr gespannt, wie sich HF anstellen wird. Da wird es am voraussichtlich... Ja gut, das ist jetzt natürlich dann schon vorbei, wenn ich das jetzt sage, aber in seinem nächsten Stream wird er das einmal probieren, glaube ich. Da bin ich gespannt, ob er hier zum Beispiel durchkommt. Weil das ist schon... Ich habe da kein Gefühl für. Ich habe da einfach kein Gefühl für. Nice. Ah gut, ich denke, wir haben genug davon gesehen. Ich würde jetzt mal probieren wollen, das Schloss weiter zu kriegen, damit wir dann mal die andere Yoshi-Coin holen bei dem Luigi-Level. Und jetzt kann ich ja hier mit LR, kann ich jetzt ja arbeiten, ne? Das ist jetzt ja angenehmer. Das geht ja auf jeden Fall mit Controller dann besser. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist einmal hier wieder umzustellen. Oder will ich... Vielleicht ist das mit Controller auch besser. Aber ich muss auf jeden Fall den State zurückholen. Wir sind ja offiziell, sind wir ja hier, ne? So, das lade ich jetzt erstmal. Halt, laden wir hier.
So. Na, hier sind wir gerade. Und den würde ich jetzt aber dann gerne erstmal... Ah, wie mache ich das denn jetzt am letzten? Geht das aus der Position? Wir werden sehen. Ich werde mal ein paar extra States machen hier drüben. Ich weiß nicht, ob das aus der Position noch geht, aber die sind ja nur... Hä? Oh, warte, ist das jetzt wieder gleichzeitig... Ups. Das ist ja lustig. Das ist wieder gleichzeitig Select jetzt, ja? Ah ja, cool. Ist dann, wenn ich lade, lade ich dann in dem Moment das Laden oder passt das dann? Ah, cool, toller State, super. Jetzt genau, was ich suche. Das ist genau, was ich suche. Was ein Quatsch. Okay, Moment. Dann muss ich Select wieder umstellen. Warum ist denn Select auch... Warum ist denn Select auf dieser Taste gelandet? Ja, hier J16 ist Blödsinn, es muss Minus sein. Hier, zack. J18 muss Select sein, alles andere ergibt überhaupt keinen Sinn. So. Kann ich jetzt laden, ohne dass er... Nee, nicht, weil ich das mitgespeichert habe, ne? Ja, klar, cool. Super. Also, versuchen wir wieder den zu laden. What? Ah, den hier. So, und hier... Ach so, weil... Ja, natürlich. Deswegen hat er geladen, weil ich hier in links bin. Im Pausenmenü. So, und jetzt kann ich den State setzen. So, und nochmal. So, und in dem spielen wir jetzt weiter und gucken, ob wir es hinkriegen. Mit Slow-Mo natürlich. Also Slow-Mo brauche ich weiterhin. Das ist gar keine Frage. Ah, ich muss Start drücken. Ach so, aber jetzt ist der Ton natürlich wieder Mist. Jupp, verstehe. So, wieder sehen. Will dieses Level weghaben. Holy moly. Also hier ist Laden. Und hier springe ich dann... Reicht das noch, ist die Frage. Ist jetzt halt die Frage, ob das dann noch... hinzukriegen ist an der Stelle. Ah, ich glaube, das geht schon da nicht mehr. Ah, ich glaube, das geht da schon nicht mehr. Der ist da schon zu weit gefallen, ne? Wir probieren es mal. Aber ich will halt den hier nicht verlieren. Ne, den da will ich nicht. Ich kann den ja einfach kopieren. Wartet mal. Ich kann den ja einfach kurz kopieren in der Datei. Sekunde. Wir haben es gleich. Es geht gleich weiter. SNES noch zu spielen. 2019, Kaizo Kindergarten. So, das ist der Z09, richtig? ZS9, der ist das. Den kopiere ich jetzt einfach einmal. Zack. Sehr gut. Da ist meine Kopie. Und dann kann damit jetzt eigentlich auch gar nichts mehr passieren. Weil ich kann ja im Moment nicht rewinden. Wenn ich den jetzt verhaue, wenn ich da lade und ich verhaue den, dann habe ich ein riesiges Problem. Ne? Das ist gerade mein Gedanke. Also, go. Von hier aus komme ich ja noch hoch. Und da muss ich jetzt halt dann so sanft da oben rum. Ich kann aber trotzdem mal versuchen, das hier zu machen. Vielleicht ist das besser. Dann können wir auch den überspeichern. So, den brauche ich eh nicht mehr, der war Mist. Vielleicht geht ja das. Ist halt blöd vom Laden her. Ah, nice, der geht tatsächlich. Okay. Das war schon zum Beispiel zu niedrig, ne? Das ist klar. Das heißt, wenn ich sehe, dass ich da oben an der Spitze nicht anecke, dann setze ich den neuen State. Perfekt. Und jetzt kann ich den immer wieder laden und kann gucken. Und immer wenn ich oben lande, dann setze ich einen neuen State und ansonsten halt nicht. Ich muss halt bis nach oben kommen, sonst haut es nicht hin.
Also ist schon mit Controller gerade ein bisschen unangenehmer, glaube ich. Okay. Was auch immer, warum auch immer die Kamera da sich plötzlich bewegt. Aber ist okay. Ah, der wäre gut gewesen, aber ich habe ihn nicht gespeichert. Wie schafft man das zum Beispiel ohne Save States? Jedes Mal perfekt hochzuspringen. Man muss alle treffen. Man muss alle davon treffen. Und ohne Rewinds vor allem. Selbst mit Rewinds wäre das ja immer noch heftig. Oh, das passt immer noch nicht, was? Ich habe doch jedes Mal oben gespeichert, oder? Bin ich jetzt zu bald da hoch, oder? Oh mein Gott. What? Der passt immer noch nicht. Also zurück. Zurück hierhin. Nicht, dass es könnte natürlich sein, dass es von Anfang an schon schief läuft, weil ich irgendwie das schlechte Timing jetzt hier habe, aber das wäre dumm. Weil das kann man, finde ich, nicht sehen. Das Problem ist halt, ich würde gerne hier, da würde ich gerne einen anderen Safe nutzen. Nehmen wir mal den her. Weiß nicht, ob das halt geht, dass ich da kurz pausiere und dann aus dem Stand nochmal rausspringe. Ne? Das ist halt so das. Ob ich das dann noch kriegen kann, wenn ich da kurz Pause gemacht habe. Ja, kann ich. Okay, gut. Das ist dann halt sogar jetzt fast schon wieder zu bald. Nein, jetzt habe ich halt schon wieder zu niedrig. Ah, oh, es ist doch dumm. Oder muss man? Muss ich es ganz anders machen? Muss ich ein paar Mal auf ihm landen und dann wieder hoch und dann wieder. Ah, wahrscheinlich muss man das anders timen. Ich probiere einfach mal ein bisschen was. Vielleicht, dass man zwischendurch einmal auf ihm landet und dann nochmal einen mitnimmt. Sodass man da nicht direkt hochgeht. Ja, das war jetzt zum Beispiel blöder State. Na, das ist jetzt mein Problem. So, jetzt habe ich ihn ja nicht getroffen, jetzt erst habe ich ihn wieder getroffen. Ach Mist. Jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Ist egal. Na, so kann ich ihn ja auf ihm landen. Da passiert ja nichts. Jetzt erst wäre es wieder ein Treffer. Vielleicht muss man das ganz anders timen, dass man irgendwie nur jeden zweiten hochgeht. Und das dann besser genutzt hat in der Zeit. Ich weiß es nicht. I have no idea. Ach! Siehst du? Das meine ich. Das mache ich jetzt immer wieder. Das ist dumm. So, jetzt habe ich ihn getroffen und jetzt geht es dann langsam auch wieder hoch, das Ding. Ne? Und da stirbt jetzt aber schon beim nächsten. Ja. Aber wenn ich da zum Beispiel vorher hochgehe, müsste es doch reichen. So, hier den Verzögerung, hier die Verzögerung, bevor ich ihn treffe. Hier jetzt auf jeden Fall einmal ganz hoch. Nein, oh! Da habe ich ihn schon erwischt. Wenn ich da jetzt einmal hochgehe vorher, das dann aber auch vernünftig gespeichert bekomme, so, dann kommt der Treffer später. Ein bisschen später zumindest. Wie sähe es denn jetzt schon aus? Wann fährt das Ding wieder hoch? Jetzt fährt es hoch und jetzt stirbt er. Da also vorher. Oh Mann, das wird echt nicht gut gehen.
Na, hier so, jetzt kann ich auf ihm rumhüpfen, das ändert ja nichts. Und jetzt, den letzten muss ich dann überspringen. Jetzt einmal vorher ein bisschen höher und dann erst runter. Und das muss ich, glaube ich, ein paar Mal hinkriegen. Weil jetzt hat es schon wieder noch nicht. Das reicht immer noch nicht. Das reicht einfach immer noch nicht. Mann, Mann, Mann. So, gehen wir wieder in die Position und speichern hier drüben. So. So, jetzt aber gleich einmal hoch. Wobei, hier ist es eigentlich, hier ist es egal. Ich muss dann hoch, bevor ich ihn nochmal treffen würde. Den muss ich verzögern. Davor ist es ja echt egal. So rum ist es richtig dann. Also den nehme ich mit. Jetzt käme der Hit. Okay. Das heißt, jetzt gehe ich vorher hoch. Da nicht. Da gehe ich schon vorher hoch. Davor, vorher. Also bei dem gehe ich hoch. Und versuche ihn zu verzögern. Ne, das ist genau, das ist der. Genau bei dem muss ich hochgehen. Da habe ich ihn noch nicht getroffen. Nice. So, und jetzt kann ich wieder auf ihm rumwursteln. Bis er dann wieder. Oh, guck mal, wie gut das jetzt funktioniert. Ja, perfekt. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Dann wäre jetzt die Frage, ob wir an der Stelle Slow-Mo rausnehmen können. Weil jetzt funktioniert es. Jetzt habe ich die Position gefunden. Das überschreibe ich jetzt natürlich dann einmal. Also das kann ich jetzt eigentlich, da kann ich einfach laufen lassen. Ne? Das passt, da passiert gar nichts. Das haut auf jeden Fall hin, richtig? Kurz testen nochmal. Ja, da kann ich jetzt, ist egal, was ich mache, aus dem State komme ich raus. Das heißt, ich kann hier auch kurz pausieren. Und überschreiben. Sehr gut. Dann spielen wir hier weiter. Zack. Und noch ein extra State. Zack. Dann machen wir normale Geschwindigkeit an und den Ton. So. Jetzt gucken wir mal, wie das hier läuft. Aber das mit der Slow-Mo ist vielleicht eine. Diese rauszunehmen ist vielleicht nicht die beste Idee. Da muss ich jetzt irgendwie. Wenn er drüber, als wenn er dran vorbei ist. Das war halt schon schlecht. Ja, das habe ich schon timing-technisch, glaube ich, verhauen. Oder warte mal, kann ich? Ah! Oh no! Oh, ich muss hier. Muss ich da warten oder muss ich schnell, ganz schnell durch? Ich könnte auf ihm ein bisschen rumwursteln eigentlich. Wenn ich ihn gut erwische. Ah, der springt aber weiter. Ach so, der springt ja nicht von sich aus. Oh. Oh, das könnte hinhauen. Das haut hin. Und dann? Sheesh. Ah, das haut schon mal hin. Dann mache ich da was? Ah, okay. Okay, verstanden. Dann springt er darüber. Das heißt, wir sind timingtechnisch auf jeden Fall wieder auf dem grünen Ast, ja? Weg, Dings, wie auch immer. Okay, was will ich da dann tun? Da tun.
An welcher Stelle will ich den Cooper nutzen? Wofür brauche ich den? Das ist jetzt gerade meine Frage. Um da nochmal hochzukommen? Dass ich dann da an die Decke ranmache? Könnte man mal probieren. Ah, und dann habe ich eine Oh, will ich die Shell auch noch sogar mitnehmen? Das wäre äußerst ungünstig. Aber ich muss... Muss ich da jetzt wieder schnell durch oder muss ich da jetzt wirklich den Cycle... Ups, wollte ich nicht. Muss ich da jetzt wirklich den Cycle abwarten? Ha. Das ist eigentlich ganz gut, da so bald reinzukommen, glaube ich. Und dann habe ich den und dann... Ja, aber das ist jetzt das Problem. Ich müsste sofort durch, oder? Was will ich da tun? Das ist die Frage. Das reicht halt nicht. Will ich den Cooper da drüben nochmal nutzen? Landet der da aus Gründen? Ist das wirklich alles so durchdacht, wie das hier passiert? Das wäre auch wieder sick. Aber es würde funktionieren wahrscheinlich. Na, jetzt mache ich hier hoch und dann... Nutze ich den nochmal. Ja, ich brauche den Cooper auch nochmal. Die Frage ist vor allem, will ich die Shell verlieren? Lull. Und dann könnte ich hier in Ruhe da nochmal hoch. Aber da brauche ich die Shell jetzt, oder was? Wir probieren es nochmal ohne Shell. Ich muss mir das nochmal angucken. So komme ich zumindest jetzt mal da durch. Aber jetzt... Was soll ich da tun? Ah, das war doof. Was soll ich hier... Stopp, ich will das... Oh, ich will mir die Stelle angucken. Ah. Ach, zu bald. Ach, jetzt sehe ich es wieder nicht. Mann! Was ist hier der Plan? Gehen wir davon aus, ich habe die Shell noch in der Hand. Dann schicke ich die da runter und dann macht die hier Dinge. Und dann muss ich jedes Mal hier die Shell erwischen, während das hier rumwurschtelt. Uff. Aber dann will ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Also dann hauen wir mal wieder die Slow-Mo rein.
Weil das scheint mir ohne Slow Mo wieder nicht in meiner La nicht, nicht in meinem Bereich zu sein. Machen wir es mal über den Ding. So. Gucken wir mal, was passiert. Also der Gedanke wäre jetzt, dass ich hier, dass ich das gleiche mache wie gerade eben, nur eben jetzt die Shell behalte. Na, das passt. Okay, sehr gut. Hätte vielleicht sogar ohne Slow-Mo funktioniert. Wenn wir jetzt eh schon hier sind, dann können wir auch wieder die Slow-Mo rausnehmen. Moment, das probieren wir jetzt erst nochmal ohne Slow-Mo. Hätte nicht, aber ich glaube, ne, es hätte glaube ich nicht ohne Slow-Mo. Also das hätte schon wieder gedauert, ne? Wenn ich so, wenn ich mal ehrlich bin. Kann ich den Sound eigentlich auch mit einer Taste wieder anmachen? Das gibt es hier irgendwie einen E? Da ist das E unterringelt, aber heißt es dann, E alleine macht es ja nicht. Nee, kann irgendwie. Da muss irgendwie noch eine Zusatztaste sein, die man dann drücken kann. Aber es muss eine Taste geben. Sehe ich das hier vielleicht? Nee, das sind die einzelnen Channel. Das sind nur die einzelnen Channel. Hier könnte man wahrscheinlich irgendwas einstellen. Ich dachte, vielleicht sehe ich irgendwo welche. Aber ich sehe keine. Wie auch immer. So, load. So, das geht jetzt gerade hier runter und dann tut die Shell jetzt genau das, was sie soll. Das müssen wir jetzt mal gucken, ob die Shell überhaupt das tut, was sie soll. Ja, moin. Nein. Überhaupt nicht. Hä? Hä? Ah, dann will ich da warten. Okay. Ich kann ja hier länger rumwursteln. Das ist richtig. Ich kann ja, bis die schon wieder hochfahren. Kann ich da ja hin. Uffi, uffi. Na, ich hätte hier, also dann gehe ich hier weiter lang, brauche hier länger, bis die wieder hochfahren. Und dann erst gehe ich da mit der Shell hin. Aber die haut halt sofort wieder ab. Oi, oi, oi. Na, die ist dann da drüben. Ich muss dann also. Aber das fährt ja in dem Moment auch hoch gleich wieder. Das fährt ja in dem Moment auch gleich wieder hoch. Ne, ich komme da gar nicht. Wie sorge ich denn dafür, dass die Shell da drin bleibt? Kann ich die irgendwie wieder anstupsen? Mit bisschen Geschick? Das war schon wieder blöd. Ich muss das mit Slow-Mo mir anschauen. Das muss ich mir mit Slow-Mo anschauen. Wir lassen die jetzt auch drin, glaube ich. Ich will das Level hier weg haben. Ja, zweifach ist genau das, was ich suche. So. Dann würde ich aber jetzt. Habe ich den State hier. Ups. Kann ich den hier mal neu machen? Gehen wir mal hier rein.
So. Okay, das passt. So, jetzt gehen die gerade runter. Dann kann ich hier nämlich auch ein bisschen jetzt. Das war, glaube ich, schon nämlich zu langsam. Ja, da bin ich schon zu. Okay, ich könnte sie hier wahrscheinlich mir wieder schnappen. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich muss da wirklich ein bisschen rumeideln. Und dann weiter damit. Oh mein Gott. What? Jetzt muss ich da unten rumeideln. Ich lasse die Slow-Mo auf jeden Fall sowas von drin. Ihr seht ja, das geht ohne Slow-Mo nicht wirklich gut. Aber sick. Es funktioniert halt tatsächlich, ne? Das könnte jetzt knapp werden. Ah, verdammt. Ja, da komme ich nicht durch. Aber jetzt nochmal hier rumeideln ist auch blöd. Na, ich glaube, das geht jetzt nicht. Ich glaube, den State habe ich verhauen. Der wäre gut gewesen, wenn ich die gefangen hätte. Ja, der ist ja schon unten. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Wieder gerettet. Jetzt kann ich safen. So, und was mache ich jetzt? Jetzt wurschtel ich da unten nur so ein bisschen rum. So langsam. Also nur so ganz ruhig. So. Okay, verstanden. Anstupsen. Zack, anstupsen. Zack. Und dann nicht hoch. Gottes Willen. Zack. Anstupsen, zack. Anstupsen, zack. Und dann gehe ich wieder hoch. Eieiei. Zack. Anstupsen, zack. Das war schon wieder zu weit unten. Ah, da gehe ich wieder zu hoch. Ich muss die Taste, darf die Taste nicht drücken. Zum Anstupsen noch ja und dann. Aber jetzt muss ich. Oh, und dann muss ich aber richtig hoch. Frage, will ich die Shell immer noch mitnehmen? Man weiß es nicht so genau. Oh, ist das sick. Jetzt will ich hoch. Ich könnte sie noch mitnehmen, das ist mein Problem gerade. Ja. Und habt ihr gesehen, dass da keine Dragoncoin vor der Tür ist? Habt ihr das gesehen? Wisst ihr, was das heißt? Richtig. Es gibt noch einen dritten Raum. Das ist nicht ganz, was ich suche. Oh Mann. Ach, komm schon. So, und jetzt mitnehmen. Abflug. Perfekt. Oh, wobei. Doch, das haut hin. Doch, das haut hin. 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 Das können wir jetzt eigentlich auch wieder. Ja, komm, das machen wir. Das machen wir wieder ohne Slow-Mo. Das probieren wir wieder ohne Slow-Mo. Das ist jetzt noch der letzte Schritt. In diesem Raum. Das machen wir ohne Slow-Mo. So. Das müsste eigentlich jetzt hinzukriegen sein. Ja, das geht. Aber ne, das am Stück. Huh. Das ist dann schon. Nee. 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 Ich glaube nicht. Niemals.
wenn das jemand am Stück spielt und du setzt. Oh mein Gott. Aber er hat ja am Anfang, er hat ja am Anfang gewarnt, ne? Von wegen, es gibt Trollblöcke. Also, da darf sich keine beschweren, es wurde gewarnt. Aber, oh, man denkt daran doch nicht dran. Alter. Junge. Boah. Was ein sickes Zeug. Okay, wir gehen mal in die 3 rein. Aber jetzt kommt echt noch ein Raum. Ich dachte, nach 2 Räumen ist Schluss wie beim anderen. Oh, boy. So, was haben wir jetzt? Außer, wir werden den Part wenden. Das ist schon mal... Hä? Ach, warte. Wait, man muss in einem von denen, in einem muss man die Dragon Coin holen, ja? Ich habe sie ja hier schon geholt. Es gibt nur eine. Sehe ich das gerade richtig? Es gibt 40 normale Level und dann gibt es eine hier und die habe ich schon. Ah, okay. Okay, dann ist alles gut. Dann ist alles cool. So, dann möchte ich trotzdem dieses Ding jetzt mal richtig spielen. Vielleicht mit Slow-Mo, aber zumindest muss ich mir jetzt nicht die Pfoten verbiegen, weil ich einen Controller in der Hand halte. Was cool ist. Aber wir probieren es erstmal ohne. Nur jetzt nochmal zum Verständnis. Ja, ich kann hier so, da wechsle ich zwischen L und R. Okay. Das darf ich nicht gleichzeitig drücken, das ist natürlich doof. Aber ich muss es einfach nur an- und ausmachen. Ah, okay. Das kann ich mit L oder mit R machen. Das ist mir überlassen. Okay. Ja, cool. Ei. Gut, aber dann schauen wir jetzt mal, ob zumindest der Anfang besser aussieht. Es ist halt trotzdem echt viel, was man gleichzeitig machen muss. Also Slow-Mo werde ich wohl brauchen. Ja. Nee, das ist zu viel auf einmal, um das ohne States zu spielen. Hat doch jetzt, glaube ich, keiner erwartet, ne? Okay. Ich werde mal den States setzen ab der Säge. Problem ist mit den States immer... Ja, es ist trotzdem gar nicht so einfach zu regulieren danach. What? Was war denn das für ein Kling gerade? Ah! Muss das ausschalten. Ah, ich wollte safen. Nein! Dumm! Ach, komm schon. Ich weiß, der Part wird jetzt ein bisschen länger. Das ist jetzt halt erstmal der Pro-Controller ist wieder da Part. Tschüss. Ach, komm schon. Wir hatten das doch vorhin. Wie habe ich denn das umgesetzt? Ich krieg's nicht mehr hin. Wie habe ich das denn umgesetzt vorhin? Zack. So. Schauen wir mal. Das habe ich ja vorhin hingekriegt. Gibt's ja nicht.
Jetzt habe ich natürlich deutlich mehr Zeit, um zu wechseln, ne? Ja, dann passt das auch. Da kam dann dieser Sprung richtig, ich erinnere mich. Wo ich auch möglichst hoch möchte vorher. Oh, da ist jetzt die eine Säge abgehauen. Das ist natürlich auch nicht gut. Die muss ich schon im Bild behalten. Aber so passt das jetzt halt zum. Oh, ich hätte weiterhin spinjumpen müssen. Ja, aber so passt das halt jetzt auch einfach. Ah, da war ich zu langsam. Man muss da relativ bald weiter, richtig? Irgendwie so war das. Seid ihr mir jetzt böse, wenn wir das mit Dings weitermachen? Mit ohne Musik. Ah, halt, nochmal. So, zack. Ich kann es ja ab da, ich habe jetzt ja einen State, ich kann es ja ab da nochmal probieren. Ich kann ja immer so ein bisschen hin und her wechseln. Ich hoffe, da seid ihr mir nicht böse, wenn ich das mal kurz probiere und dann feststelle, dass ich doch viel zu schlecht bin, um es weiterhin ohne Slow-Mo zu spielen. Vor allem ist der Wechsel dann immer so, ne, von einem langsamen Spiel auf die normale Geschwindigkeit ist immer auch ganz interessant. Nee, nein, 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 da werde ich bekloppt. Sorry, aber nein, ich werde es jetzt auch nicht mehr zurückstellen, ich lasse es jetzt so. Es wirkt halt dann immer zu einfach, wenn man auf Slow-Mo spielt, ich weiß. Und es spielt sich dann auch wieder recht einfach. Das ist so das Ärgerliche an der Geschichte, ne? So ist es dann halt echt machbar. Ich meine, den ersten haben wir ja eh schon mal geschafft. Selbst mit Tastatur. Also, ja. Ah, blöd. Da muss ich ein bisschen sogar noch warten, ne? Ah. Ja, moin. Nee, den erwische ich noch nicht. Vielleicht ein bisschen höher? Oder eine Runde einfach aushalten. Ja, es passt. Okay, alles gut. So, jetzt muss ich den mitnehmen. Ach ja, und dann kam hier der tolle Shell Jump. Richtig. Also es ist so viel angenehmer, wenn man halt mit der L und mit den Schultertasten das wechseln kann, wie es gedacht ist. Es ist so viel angenehmer, mein Gott. Ah, huch. Ja, blöd. So. Ach, und ich kann ja auch vorher schon wechseln. Soweit habe ich gar nicht gedacht damals. Ich kann ja jetzt schon, wenn ich von der Säge abspringe, den ausmachen, damit ich da nicht mehr. Und dann wechsle ich wieder zum. Okay, ja, das haut hin. Flop. Dann wieder den. Okay. Ach. Ja, wollte doch gerade sagen, mache ich doch jetzt anders. Nice, der passt. Ah ja, da musste ich mit dem Cooper dann abspringen. Gott. Ich erinnere mich. Ich wollte den Staten, ich wollte wechseln, ich wollte wechseln. Ja, das habe ich verhauen, das habe ich verhauen. Ja, moin, den habe ich komplett verhauen. Ich wollte nicht staten, ich wollte wechseln. Ah.
Okay, der sollte passen. Mal gucken. Wenn ich jetzt die Taste drücke, während ich da hochgehe. Ja, ich hoffe, der reicht. Der passt. Der passt auch jetzt. Okay, passt. Perfekt. Alles gut. Alles gut. Wir haben es gerettet. Wie mache ich das denn? Wie nehme ich den denn jetzt mit? Welche Taste muss ich denn dann drücken? Ah, oder? Die da drüben. So? Nee, hä? Hallo? Das ist nicht meine Mitnehmtaste. Wo ist denn meine Mitnehmtaste? Wait. Habe ich die falsche Taste gedrückt? Ah, die ist es. Nee, hä? Ah, doch. Oh je. Oh je. Das ist die da. Das sieht da oben aus, ne? Alles blinkt. Weil er nicht spielen kann, der Kerl. Ach Gottchen. Hör doch auf. Was war da nochmal drin? Ach, der P-Switch, ne? I remember. So, nimm das jetzt mit und schieß es. Ah, oh, das klappt mit Controller wieder nicht so gut. Ah. Nimm mit und weg damit. Okay, perfekt. Passt. Und dann gleich wieder drehen. Okay, haut hin. Haut hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles gut. Nicht mitnehmen. Drücken. Weiter. Okay, passt. Passt. Alles gut. Kriegen wir hin. Funktioniert. Wunderbar. Muss es nur umgesetzt bekommen. Sehr schön. So, mitnehmen. Ah. Nein. Mitnehmen. Nice. Nice. Halt, die wollte ich noch mitnehmen wieder, ne? Irgendwas war da. Ah, nicht so. So. Ja, richtig. So, so rum. Alles gut, passt. Wir sind gut. Wir sind gut. Passt. Also nicht im Sinne gut von Fähigkeit gut, sondern wir haben einen guten Punkt, um da durchzukommen. So. Ach, die wollte ich gar nicht mehr mitnehmen, gell? Das habe ich ja damals gedacht, dass ich die mitnehmen will. Und dann hat die mich dann nur behindert. Ich erinnere mich. Hier muss ich ja nur noch wechseln. Nur noch wechseln. Wofür eigentlich da die Münzen sind, verstehe ich nicht. Ach, für den P-Switch, der läuft da ja noch zu der Zeit, ne? Das ist ja eigentlich sogar sick. Dang it. Ah, mein Gott. Nein! Aber es spielt sich so angenehmer als mit Tastatur. Mein Gott. So gut, dass die Bluetooth. Ich hab's halt einfach nochmal probiert mit Bluetooth, weil ich lasse mir das ja nie gefallen, wenn ein Gerät nicht das tut, was ich will. Ah, dreh doch zurück. Und. Ja, plötzlich erkennt das wieder. So, vorher nicht erkannt und jetzt will er wieder. Es ist ja auch gut so. Kann er ja machen. Na, lass doch den Drehdings. Warum wechsle ich denn da zurück? Was ist denn das, was dass mein Kopf sich da sagt? Hier, dreh doch, wechsel wieder zurück. Weil du doof bist.
Na, so. Habe ich vergessen. Oh, den habe ich vergessen. Den kenne ich doch, Mann. So. Uff. Uff, uff, uff. Okay. Ist jetzt die Frage. Ja, komm, wir machen den zweiten Raum noch. Wir machen den zweiten Raum noch. Was soll's? Dann kommen wir im nächsten Part wieder da weiter, wo es dann wirklich mit den Sachen weitergeht, wo wir tatsächlich stehen sollten. Hi. Ach ja, da muss ich warten. Okay. So. Jetzt muss ich hier aber. Genau, das war das, wo ich timingtechnisch nicht gut war. Genau, das war die Stelle. Richtig. Hier waren wir auch noch nicht weiter. Weiter als das waren wir noch nicht in dem Abschnitt. Ich erinnere mich. Das heißt, das ist jetzt schon wieder zu schlecht. Weil, ne, langsamer als das kriege ich es nicht hin. Okay, das passt schon nicht. Also von vorn. Also hier wird die noch nicht reingeladen. Da ist alles so in Ordnung. Das passt. Ab da wird es dann ungefähr reingeladen. Ab da muss ich aufpassen. Na, das geht hier alles klar. So, und dann machen wir hier den. Na, bisschen später noch. Wir machen den. Und dann hier muss ich jetzt ein bisschen länger vielleicht versuchen, da zu bleiben. Haut das jetzt hin? Okay, ich käme jetzt zumindest über den Shell-Trippel, also über den Shell-Dreh. Wenn ich da drauf einen Drehsprung mache, würde ich es hinkriegen. Will ich das vielleicht sogar? Vielleicht will ich ja gar nicht die Shell mitnehmen. Kann ja auch sein. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Vielleicht will ich sie wirklich nicht mitnehmen. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, weil ich eigentlich denke, ich müsste sie mitnehmen. Aber vielleicht geht es zeittechnisch überhaupt nicht, die mitzunehmen. Vielleicht muss man die einfach nur benutzen zum Runterkommen. Na, dass man hier nochmal so einen Abflug hat. Da kommt jetzt hier ein Yoshi. Wenn ich jetzt eine Shell in der Hand hätte, ich wüsste gar nicht. Ha. Vielleicht will ich die wirklich einfach für das hier nutzen. Das kann sein. Wir probieren es einfach. Ich wiederhole mich, aber es macht nichts. Lasst mich halt wiederholen. So, jetzt nehmen wir den mit, dann nehmen wir den mit. Und dann machen wir hier. Wait, dann drehe ich mich da durch. Und dann habe ich Yoshi und spring wieder ab von Yoshi. Ich kann die Shell gar nicht mitnehmen mehr. Ne? Gut, ich könnte sie jetzt da hochgeschmissen haben. Da muss ich auf jeden Fall eine. Ne, aber da muss ich jetzt spätestens eine Shell werfen, von daher. Noch eine andere Shell hier dabei haben wäre. Ja, moin. Wäre utopisch. Das ist aber. Oh, jetzt. Habe ich den die ganze Zeit nicht erwischt? Jetzt kriege ich den natürlich. Sag mal! Wenn man nicht weiß, wo er ist, dann nimmt man den gar nicht mit. Aber wenn man plötzlich sieht, da ist so einer. Oh, wei, wei, wei. Ach so! Ah, die fährt ja hin und her. Okay, das heißt, die Säge ist safe. Gute Säge ist das also. Ja, so nicht. Ist die so. Na, so safe ist die aber auch nicht. Will ich mit der Säge dann noch einen Shell-Jump ansetzen? Mit der Säge, mit der Shell. Na, dass ich hier so und dann, dass ich da die Zeit habe, bis die zurückkommt. Und die braucht doch ein bisschen zu lange, um zurückzukommen. Na, das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss in der Zeit noch irgendwas machen. Ist irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Uff. Uff.
Oder ich will da doch noch die andere Shell haben. Ah, das wäre ja blöd. Würde mir die hier was nützen, dass ich hier einmal die wegschicke und die andere nee. Und das, nee, das ist doch. Das wäre wieder zu übertrieben, selbst für Panga. Wäre das doch wieder zu übertrieben, oder? Geht das? Also so reicht's auf jeden Fall nicht aus. Da sind wir uns ja einig. Ich würde jetzt versuchen, wie gesagt, die anzustupsen. Oder wir machen erstmal. Ah, so rum. Ja, moin, natürlich. Dumm. Ich nutze die. Sch ah, mein Gott. Ich nutze die Shell für einen Shell-Jump, nehme da dann den Block mit und dann kann ich da wieder drauf. Und dann mache ich wieder einen Shell-Jump. Will ich die mitnehmen oder nicht? Ich könnte nämlich mit einem P-Switch-Jump die ja mitnehmen. Würde das reichen? Will ich einen P-Switch-Jump an der Stelle machen? Das ist jetzt meine Frage. Wir probieren es einfach. Der reicht nicht, ne? Ne, der reicht nicht. Ne, der reicht auf keinen Fall. Dann will ich ihn aber zumindest trotzdem ansetzen, um den Shell Jump ordentlich hinzukriegen. Ja, moin. Oder kann ich die direkt hier loslassen und dann. Ah, das ging auch. Okay. Okay, das geht auch. Gut, dann machen wir das so. Wait. So rum und dann hier hoch. Uiuiui. Brudi. Den darf ich nicht töten. Ach so. Ja, wait. Ich muss die Shell stoppen. Okay, ich muss dann hin und her wechseln. Ah, da hätte ich wieder. Gott. Merkt man halt selbst, wenn schon die Slow-Mo-Probleme. Ah, das war zu bald. Wenn schon die Slow-Mo-Probleme macht, dann wird das mit normaler Geschwindigkeit erst recht nichts. Da bin ich nicht in der Lage zu. Ich glaube auch, dass. Schaffen das Leute wie Sariel und so? Ich weiß es nicht. Das ist doch selbst für euch ein bisschen krass, oder? Ohne Dates hier durchspielen. Oh, Mama. Oh, es passt. Oh, mein Gott. Was tue ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was tue ich denn da jetzt? Hier ist so eine Lücke. Da könnte ich jetzt. Ah, oh, verstanden. Okay. Und genau in die Lücke setze ich die Shell rein. Nicht da oben. Hä? Wo kommt die denn her? So. So. Und jetzt nehme ich den noch mit. Uff. Da muss ich dann aber wirklich zügig rüber, dass ich den erwische. Nice. Und jetzt? Keine Ahnung. Wait, das war schlecht. Ich muss das erst losschicken, dann wird Yoshi da. Oh nein, das sind mehrere Platt. Okay, das habe ich schlecht gemacht. Verdammt.
Das sollte passen. Der sollte gut sein. Der sollte gut sein. Wir gucken mal, ob wir den hinkriegen. Wir gucken mal, ob wir den hinkriegen. Den kriegen wir. Dann schicke ich Yoshi da rüber. Dann schicke ich das Ding los. Dann schicke ich Yoshi dahin. Dann löse ich die Säge aus und dann nehme ich den Cooper damit. Ei, das wird ja lustig. Nein, jetzt fällt er da runter. Ah, aber dafür mache ich extra States. Genau dafür. Genau dafür macht man extra States. Gut, sehr schön. Passt. So, zack. Das ist aber schon, glaube ich, ich muss den sofort erwischen, ne? Bin mir nicht sicher. So. Ja, und dann nehme ich den und dann nehme ich die Säge und dann komme ich da oben ran. Alles gut. Passt. So. Zack. Da muss ich ein bisschen später. Da habe ich die Zeit sogar. So, dann nehme ich die Säge mit. Und da, mein Gott. Ich muss, glaube ich, ein bisschen schneller sein, kann das? Ich habe das Seil zu bald. Oh, ich habe keine Geschwindigkeit mehr drauf. Ist das denn passiert? Komm schon. Geht das noch? Ich glaube, das Seil ist zu weit. Zu weit vorne. Nein, es geht. Nein, ich wollte laden. Ich wollte speichern. Ich wollte speichern. Ach, verdammt. Aber es geht. Sehr gut. Nein! Aber es geht. Alles gut. Alles gut. Das ist immer das Wichtigste zu sehen, dass es geht. Das ist immer das Wichtigste. Zu wissen, dass es funktioniert, wie man es vorhat, ist das Wichtigste. Vor allem, wenn es davor so gewirkt hätte, als geht es nicht mehr. Jetzt wirkt es gerade wieder so, als würde es nicht gehen. Ich habe gerade gesehen, dass es geht. Muss es nur hinkriegen. Brauche ich überhaupt die Säge, frage ich mich gerade. Komme ich nicht schnell genug zu dem Cooper ran? Wenn ich hier das hier mache und dann das hier? Komme ich da nicht schnell genug an den Cooper ran? Dann würde ich hier mit den Sprung sparen. Warte, 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 warte. Kann ich nicht direkt das hier machen? Mit ein bisschen. Ja, das geht nicht. Also ich müsste einmal zumindest hier anecken. Ja. Einmal muss ich anecken. Aber vielleicht kann ich mit denen den Sprung da hoch sparen. Ja, nice. Ich brauche den Quatsch gar nicht. Super gut. So. Und da wäre jetzt wahrscheinlich die Yoshi-Coin. Jetzt kommt erst noch was wahrscheinlich. Aber ich denke gerade, wir sind durch. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ja, hier wäre die Yoshi-Coin gewesen. Ei. Also am Stück, no way. No way. Am Stück nicht. Alles, was recht ist. Aber sehr cool. Das heißt, wir haben hier schon die Pflicht Yoshi-Coin sozusagen und können dann diese und dieses Level uns angucken. Und wenn es viel zu blöd ist, können wir sagen, nö. Aber ich werde sie alle probieren, mindestens mit Slow-Mo. Mindestens. Erst immer ohne. Immer gucken, was so dran ist. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Panga-Level ohne Slow-Mo. Nein. Nein. Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Das ist nicht, was ich suche. So. Uff. Also dann gibt es nächstes Mal Landing on Falling Enemies. Ab jetzt mit Pro-Controller. Den werde ich jetzt erstmal nicht mehr an die Switch anschließen. Das dauert auch ein bisschen, bis der Mario Maker kommt. Aber an der Stelle nochmal der Aufruf, falls ihr Mario Maker Level bauen solltet,
könnt ihr mir gerne Codes schicken. Ich will eigentlich weniger den Karrieremodus, also den Singleplayer-Modus spielen. Ich möchte einfach von Zuschauern Level spielen. Das ist eigentlich mein Gedanke mit Mario Maker. Wenn es von euch nichts gibt, dann gibt es relativ wenig Mario Maker. Also, ne? Wir werden es uns mal angucken. Vielleicht macht auch der Singleplayer-Modus Spaß, aber das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Dann spiele ich lieber SMW Hex. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen jedenfalls und tschüss.